Leute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil. Wir sehen uns gerade dieses Video an, beziehungsweise noch nicht. Es ist Testsubjekt E001 und wir kennen dieses E001. Sea Transport Log, Top Secret, Mia Winters Cabin. Also meine Kabine. Ich bin ja Mia Winter. Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Voll nett so. Es ist meine Schuld. Ja, es ist deine Schuld. Oh Mann. Ist das mein Freund? Hab ich vielleicht mit ihm hier eine Kreuzfahrt gemacht? Oh mein Gott, was ist das? Ich habe ein Maschinengewehr und ein Messer. Ich habe ein fucking Maschinengewehr und ein Messer. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihren gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Okay, lasst uns mal zusammenfassen. Evelyn ist eine Waffe von den Umbrella-Leuten. Und wir sollen so tun, als wären wir ihre Eltern. Wahrscheinlich, damit wir sie irgendwie so kontrollieren können. Aber sie hat jetzt ihren Ziehvater quasi angegriffen. Und jetzt heißt es, sie zu eliminieren. Das bedeutet, sie umzubringen. Wenn wir sie dann finden sollten. Dafür müssten wir sie aber finden. Evelyn finden. Gut. Fuck. Ich glaube, das Schiff, ist das unter Wasser oder was ist hier? Evelyn. 26. Der Codex zeigt die Entfernung zum Ziel. Okay, ich sollte mich an sie halten. Wo ist denn der Codex? 26? 28, sie entfernt sich. 21, sie ist irgendwie hier lang. Evie! Mami kommt! Ah, scheiße. Es klappt irgendwie so nicht. Was ist das? Da muss ich was einsetzen. Pillen. Gut. Ich bin sau schlecht in sowas, vor allem wenn sie sich dann auch noch bewegt. 10, sie ist hier irgendwo. 20? Auch Evie, hör auf, dich zu bewegen. Scheiße, Kreis! Kreisförmige Kreise sind kreisig. Ich sollte mich erst auf diesem Deck umschauen. Okay, dann werde ich mich halt hier umschauen. 6. Weit ist in dieser Tür, war ich da schon? 15. Warum ist hier 6? 12? Geht's da irgendwie rein oder so? Warte, ich guck mir jetzt einfach alle Sachen nochmal an. Ich bin jetzt ja so durchgewascht, um sie zu finden. Aber vielleicht war es falsch. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Vielleicht hätte ich hier wirklich irgendwie gucken sollen. Von der anderen Seite verschlossen. Gut, hier war ich doch nicht drin. Oder war ich hier schon drin? Ich weiß es nicht. Da liegt was. Maschinengewehr-Muni. Das heißt, wir bekommen noch ein Maschinengewehr. Von der anderen Seite verschlossen. Ich habe schon gesehen, da unten komme ich durch. Hier liegt noch flüssige Chemikalie. Darf ich die bitte mal nehmen zwischendurch, wenn du auf die Uhr guckst? Ich glaube, das waren Pillen. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist
Das ist eklig. Ich komme nicht durch die Tür. Gut. Hinaufklettern wo? Wieso kann ich hier hinaufklettern? Warte mal. Da! Warte mal, ich will nochmal. Ich kam da oben auch in die Küche rein. Ich will mal gucken, was in der Küche ist. Vielleicht liegen da nur so Munitionssachen. Dann nehme ich mir die erstmal. Ich denke mal, sie wird uns nicht weglaufen. Ich hoffe mal, es ist keine Zeit. Keine Zeit, oh Gott. Mission, wollte ich sagen. Sie übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie, sie übergibt sich? Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Das ist ihre Kotze? Ich laufe die ganze Zeit durch ihre Kotze? Ja, super. Ja, das ist ja... Das ist ja angenehm, ist das. Super, ich laufe die ganze Zeit durch ihre Kotze. Die ganze Zeit. Wow, hi. Kumpel. Jetzt geh doch endlich mal! Digga, ich dachte, so ein Maschinengewehr wäre richtig geil. Dabei ist es einfach nur rotzig. Bleib liegen. Aber bitte nicht in der Tür. Ich möchte da durch. Von einer Seite verschlossen. Okay. Ach, Evelyn. Mann! Ich verlauf mich. Von der anderen Seite verschlossen. Vielleicht komme ich dann irgendwie da durch, aber... War es am Anfang hier auch schon? Scheinbar. Vielleicht hat sie irgendeine Tür aufgemacht, oder... Kann ich irgendwas einsetzen? Pillen. Ich sollte vielleicht mal... Genau. Ich finde da schon noch, was ich da einsetzen muss. Da brauche ich kein Psychopharmatitikum für. Ich kann hier überall was einsetzen. Die Frage ist nur, was? Ach, Evie. Ich finde, Evie ist ein süßer Name oder süßer Spitzname. Wenn einer von euch Evelyn halt... Evie! Nenne ich euch auch Evie, wollte ich sagen. Kleine! Komm schon! Mach schon, mach schon, mach schon, mach schon! Lass mich rein da! Wo ist sie hingefahren? Wo? Wow, wow! Ich meinte wow und nicht wo. Scheinbar meinte ich wow. Oh, du hässliches Mistvieh. Oh fuck, das wollte ich nicht. Oh fuck, das wollte ich auch nicht. Oh fuck! Ich bin so gewohnt, dass es nicht auf 1 ist. Gerade nicht auf 1. Du bist ein Scheißvieh, weißt du das? Deine Mutter hat dich nie geliebt. So, jetzt ist es raus. Ist Evelyn quasi die Mutter der Monster? Kann man das so sagen? Kann man das schon so sagen? Keine Reaktion. Fehlt da irgendwas oder was ist los? Komme ich da hoch? Nee. Kann ich nach da oben? Nee, ich kann nach S2. Aber was heißt denn S2? 1, 2, 3, 4, S2. Also wenn einer von euch sich mit Schiffen auskennt, schreibt mir mal rein, was S2 heißt. Scheinbar niemand anwesend, weil hier keine Menschen sind. Ich weiß, das war schlecht, aber hier ist echt niemand. Ist ein bisschen creepy. Ich, tut mir leid, ich fand es eigentlich ganz okay, alleine zu sein. Manchmal ist Alleinsein doch schön. Ich weiß nicht, ob du das zu schätzen weißt. Wow. Stirb doch bitte einfach. Bleibst du liegen? Bleibst du liegen? Danke.
Evelyn, du hast genug gespielt. Ich find's nicht mehr lustig. Du hast deine Schlafengehzeit schon überschritten, deine Zu-Bett-Gehzeit. Was du machst, ist echt nicht cool. Du hast deinen Papi angegriffen. Aber was man sagen kann, ich war entweder Forscherin oder beim Militär. Oder vielleicht beides. Bei Resident Evil ist es meist beides. Militärforscherin. Ich sollte ihn überhaupt mal treffen. Ja, danke für eure schönen Tipps und Hinweise. Ich weiß, ihr habt das noch nicht gesagt, aber ihr hättet es sagen können. Wow. Nein, ich will nicht auf 2. Ich will auf 1 bleiben. Das ist das Blöde, wenn man Tasten an seiner Maus hat. Oh Gott, ich bin echt mit dem Maschinengewehr noch schlechter als mit der Shotgun. Ja, für all die Leute, die sich fragen, ist das möglich? Scheinbar schon. Scheinbar ist es das. Hier komme ich nicht rein, nehme ich mal an. War klar. Was ist das hier? Bomben mit Fernzünder. Ich nehme einfach mal an, dass ich sie jetzt brauche. Gut, probieren wir sie doch gleich mal aus. Mit R zünde ich. Da kommt das schon. Mal sehen, ob es klappt. Na komm schon, Dicker. Da ist noch einer. Es ist der, ich weiß es nicht. Hat geklappt? Sieht gut aus. Ich hoffe, du warst der Einzige. Ja, ich glaube, das war der Einzige. Einfach zum Testen mal. Vielleicht lassen sich damit auch mehrere sprengen. Der erste Tote. Wahrscheinlich. Der wahrscheinlich erste Tote. Der wahrscheinlich zweite Tote. Hallöchen. Darf ich mal? Ich bin quasi die Mama. Ich komme hier nicht rein. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch, das Schloss aufzuschmeißen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Unser Gepäck? Wo ist denn unser Gepäck? Muss ich wieder hoch? Ist oben unser Gepäck? Wahrscheinlich ist oben unser Gepäck, ne? Super. Jetzt darf ich den Weg wieder zurückgehen. Sehr schön. Macht doch Spaß mit der Kleinen. Schafft euch niemals Kinder an. Das passiert, wenn man Kinder kriegt. Außer Kontrolle, die Kleinen. Außer Rand und Band. Und wenn ihr selber noch Kinder seid, warum schaut ihr dieses Let's Play? Und seid ihr auch so außer Rand und Band? Schreibt es ruhig in die Kommentare. So. Was ist das hier? Das ist auch nichts. Hallöchen. Mir gefällt das Schild mit den Aufschrift Exit. Das gibt mir so ein Gefühl nach dem Motto, es könnte vorbei sein. Lasst uns doch einfach zum Ausgang gehen, ins Meer springen und beten. Beten ist doch eine tolle Sache. Dafür muss man nicht mal gläubig sein. Jeder kann beten. Los, beten wir zusammen. Gemeinsam. Alle. Jetzt. Er will im Verfolgen das Gepäck finden. Gut. So. Andere Richtung. Genau hier geht's lang. Waren wir hier schon? Irgendwie sieht das anders aus. Ah, nee, wir waren hier schon. Hi. Kumpel. Wo ist denn unser Gepäck? Willst du mich verarschen? Hä? Schau in unserem Gepäck nach. Hier ist der Gepäckraum.
Heul nicht, echte Männer heulen nicht. Spaß, jeder kann heulen, so viel er möchte. Vor allem, wenn er gerade gebissen wurde und gerade am Verrecken ist. Du, Alan, könntest du mir kurz mal sagen, wo unser Gepäck sein soll? Außer die Truhe, in der nichts drin ist. Nein? Nein? Kannst du mir nicht sagen? Aber hier ist doch unser... Das Gepäck finden. Ich habe jetzt noch Akten. Oh, Befehle. Ich bin wichtig, Mann. Ich bin wichtig. Da ist es auch nicht. Gut, ich werde mal unser Gepäck finden. Dann ist es vielleicht da hinten. Wenn wir halt, ich denke, das ist nicht unser Gepäck. Es wackelt alles ein bisschen mehr. Kann das sein? Ist hier vielleicht irgendwo unser Gepäck? Es sieht auch so ein bisschen gepäckmäßig aus. Durchaus, durchaus. Aber nein, hier ist auch nichts. Ich fühle mich gerade ein bisschen, als wäre ich dumm. Ich mag dieses Gefühl nicht. Das Gepäck finden. Das Gepäck finden. Finde das Gepäck. Irgendwie in den Raum? Kann ich da durch? Nee. Da geht's nicht durch. Oder doch? Kann ich das irgendwie kaputt schießen? Nee, wahrscheinlich nicht. Hä? Unten war aber auch nichts. Spring ich mal darauf. Irgendwo muss ja unser Gepäck sein. Boah, diese Geräusche, ekelhaft. Ekelhaft. Hat gerade jemand das aufgemacht? Nee, das hat sich gerade echt so angehört, als hätte jemand das aufgemacht. Alan, kannst du mir nicht mal helfen? Alan. Irgendwo hier muss doch unser Gepäck sein. Ich meine... Oder es wird im Schiffsbauch transportiert. Da müssen wir doch runter. Ach, ich probiere es nochmal unten. Was soll ich schon anderes machen? Viel mehr Möglichkeiten bleibt uns ja kaum. Aber wir können in zwei, oder? Nee, können wir nicht. Wir können nicht in zwei. Ach, Alan. You are my best friend, Alan. Alan, Alan. I love you, Alan. Alan, Alan, Alan. Taschenlampe an, geht nicht. Oh yeah, schade. Schade, schade, schade. Da, da. So. Hier kann man ja nicht rein, ohne? Nope. Da ist nichts. Und hier ist der Maschinenraum. Maschinengewehrmunition. Okay, nehme ich gerne. Nehme ich doch gerne, ist okay. Gar nicht so übel. Rädchen kann ich nicht mitnehmen, nehme ich mal an. Nein. Und hier geht es noch weiter. Ja, stimmt. Aber da unten gleich nicht mehr, ne? Da kommt er nicht rein. Also komme ich nicht rein. Wehe, hier geht es weiter. Oh, ich bin so dumm. Es tut mir leid. Es tut mir total leid. Das ist meine Schuld. Ja, ich gebe zu, es ist meine Schuld. Und hier ist bestimmt unser Gepäck. Betten. Das hört sich nicht gut an. Ich mag das Geräusch nicht. So. Was haben wir da Schönes? Ätzmittel. Genau, in unserem Gepäck findet sich Ätzmittel. So, was möchte ich denn herstellen? Vielleicht nochmal einmal eine kleine, wunderschöne
nette... Ach Gott, ich werde sterben, ne? Ich werde so sterben. Ätzmittel, yay! Oh, wow! Das ätzt ganz schön rein. Evelyn, es ist aus! Bist du böse auf mich, Mami? Nein! Nein, Evie, ich bin nicht böse. Warte, wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie, ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Können wir der Kleine nicht einfach ein Haus kaufen? Ich denke mal, es wäre weniger anstrengend als... Hat sie die Tür zugemacht? Oh, ich habe sie gefunden. Evie! Evie, warte! Hat sie jetzt gelacht oder geweint oder beides? Gelacht, Weihnacht? Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir Sorgen, wie du Ellie zurückbekommst. Ihre Freunde mag ich nicht. Okay, ich habe eine Idee. Die kommen dann gleich, sind eine 2, ne? Zerfetzt! Und wenn 2 sind, die muss ich so fertig machen. Komm schon. Wow! Ja, kannst du ohne Beine so gut spielen? Okay, ein Bein hast du ja. Habe ich dir ein Bein abgesprengt oder was? Ich mag's nicht, diese Sätze, die Dinger sind überall. Das fand ich jetzt nicht so einen coolen Satz. Es gibt bessere deutsche Sätze. Schreibt mal euren lieblingsdeutschen Satz in die Kommentare. Und dann auch euren lieblingsenglischen Satz. Und dann auch euren Lieblingslieblingssatz. Weil es gibt bestimmt Sätze, die ihr sehr gerne habt. Und bestimmt auch Sätze, die ihr nicht so gerne habt. Bin ich mir ziemlich sicher. So, Bombe mit Fernzünder, Ätzmunition, Bombe mit Fernzünder. Bombe mit Fernzünder gefällt mir. Ist da noch was? Nee, sah so aus. Wo müssen wir jetzt hin? Alarm, Alarm. Wow! Bombe, wie du dich bewegst mit dem Outfit, Bombe. Wirklich einfach, unglaublich, Bombe. Du weißt, dass du übertrieben Bombe bist! Bitte hab nicht überlebt, er hat überlebt. Ich bin dich, Bombe. Wirklich, übertrieben Bombe. Lebt ihr noch? Nein? Finde ich gut. Ich meine, ich hab nichts gegen euch oder so. Nicht, dass es jetzt rüberkommt, als wäre ich rassistisch, nur weil ihr schwarz seid. Evie, nimm mich doch wenigstens mit. Evie. Schatzi, Kind. Ach. Baby. Mann, es kommt mir vor wie gestern, als hättest du mich noch nicht umbringen wollen. Das waren schöne Zeiten. Erinnerst du dich an die guten Zeiten, Evie? Erinnerst du dich? Okay, ich komme in 3 hoch. Oh, scheiße. Ich möchte bitte Fahrstuhlmusik haben. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Auch ernsthaft? Ah! Geh schon auf. Wir wurden notfallverriegelt. Okay, lass mich raten. Ellen ist tot. Ellen ist gar nicht mehr da. Evie ist oben. Woher weiß er das? Ellen! Ellen? Ellen, wo zur Hölle bist du?
Ich würde mal ziemlich auf entweder oben oder tot tendieren. Notfallverriegelung. Scheiße. Alter, diese Sirenen. Die gehen mir kaum auf den Sack. Und mit kaum auf den Sack meine ich, Alter, gehen die mir auf den Sack. Hallo? Ah! Ich meinte dich mit Hallo nicht. Verschlossen, war klar. Bei meinem Glück ist immer alles verschlossen. Die Küche, ist die noch von mir offen? Wehe, du bist lebendig. Ich sag dir, wehe, du wirst lebendig. Hast du nicht gehört, was ich eben im Nachbarraum gesagt habe? Oh Mann! Wieso ignoriert ihr immer alles, was ich sage? Ihr seid genau wie Evelyn! Genau wie Evelyn seid ihr! Scheiße! Ich habe noch genau 8 Kugeln. Es waren 2. Verkauf mich nicht für blöd. Ich weiß, dass ihr zu zweit wart. Ach Mann. Sie ist oben, hat er gesagt. Ich habe nur noch 8 Kugeln. Kann ich mir Kugeln herstellen? Nein, kann ich nicht. Ich kann gar nichts. Scheiße. Evie. Evelyn. Es ist nicht mehr witzig. Ist es nicht der Raum, wo wir Fernsehen gucken gerade? Ja, ich glaube schon. Da ist Ellen. Ich möchte gar nicht hingehen. Ich habe nur 8 Kugeln. Ellen! Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie. Okay, warte. Evie, nein, Evie, Evie. Alan, hör zu. Ich hab's nicht so gemeint. Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen. Alter! Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Alter! Oh Gott! Hi, Evelyn! Damit vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.